Wir sind auf dem Weg, eieieiei, irgendwo nach Belgien. Haben wir noch in Brüssel. Von Brüssel nach Lille. Gibt's da noch irgendwas? Kann ich das hier sortieren? Suche Brüssel. Nix. Preis, Streckeneinheit, Zeit bis Ablauf. Ich habe keine Ahnung. Ladungsmarkt. Ja, ich habe keine Ahnung. Alter, wir fahren sogar bis nach Frankreich durch, ne? Na. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Tempomat geht das auf einer gewissen Geschwindigkeit. So. Okay, ziehen wir wieder durch. Damit wir irgendwie halbwegs da noch ankommen, wahrscheinlich. So, und wenn ich jetzt auf das Bettchen da im Navi gucke, da kann der Scheibenwischer wieder aus. Ich glaube, als wir losgefahren sind, war das ganz, also unten die Beinchen vom Bett waren gerade so blau. Jetzt wird das immer mehr. Heißt das, ich muss gleich schlafen gehen? Eieieiei. Jetzt wird es langsam kompliziert. Jetzt fängt das Spiel eigentlich erst an, wo es interessant wird, weil man neue Inhalte kennenlernt und nicht nur einfach nur von A nach B fährt. Jetzt muss man sich halt auch wahrscheinlich um das eine oder andere noch mehr kümmern. Und wir sind mega, lassen uns mal überraschen. Ich bin mega gespannt, worauf das hinausläuft. So. Ist ja krass hier. So. Wir sind immer noch 4 Stunden unterwegs. Alter Schwede. Ich würde so gerne schneller fahren. Ich habe auch keinen Bock auf Tickets. Und so oft, wie ich hier schon geblitzt wurde, ist mir das in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Und dann ist es auch noch teuer. Jetzt zahlt man ein paar hundert Euro Strafe für 3 km/h zu schnell. Die können wir uns im Moment nicht leisten. Wir verbrauchen auf jeden Fall ordentlich Sprit, glaube ich. Man könnte sagen, pro Kilometer 1 Liter. Na gut, okay, dann geht das noch. Selbst 2 Liter pro Kilometer. Wo 2 Liter pro Kilometer ist schon hart. Ja, 1 Liter pro Kilometer ist okay. Können wir mit leben. Haben wir gleich ein paar hundert Liter durchgebracht. Für nichts und wieder nichts. Amsterdam, Bremen, Osnabrück. Ja, alles klar. Müssen wir da irgendwo abbiegen? Ich sollte vielleicht einmal weiter raus, um das war ein bisschen mehr sehen. Nee, sprich hier nicht. Eine weiter, bitte. Können wir schon mal Tempomat ausmachen und rollen lassen. Schön Sprit sparen. Und ich sehe, das ist absoluter Bullshit. Alles klar. Wir sparen nicht einen einzigen Tropfen, wenn wir uns rollen lassen. Die Literanzeige geht genauso weiter pro Kilometer runter, wie wenn wir Vollgas geben. Das ist natürlich Bullshit. Dann kann ich hier auch voll Hackengas machen.
Was hat das denn dann mit sparsamer Fahrweise zu tun? Nichts. Gar nichts. Jetzt gehen wir mal richtig Stoff hier. Und gleich macht's Pling und wir werden geblitzt. Er hat auf jeden Fall ein Problem damit, so zu fahren. Er weiß nicht, welchen Gang er nehmen soll. Einmal kurz auf die Bremse hauen. Hier wird geblitzt. So, hier haben wir wieder so eine merkwürdige Abfahrt. Ich verstehe das nicht. Komische Abfahrten alles. Immer noch 200 Kilometer, 3 Stunden. Alter, das sind Wege hier. Die wir einfach gerade mal leer fahren. Naja. So, das Bett wird immer voller und voller. Nächste Pause in 4 Stunden. Das heißt, wenn wir da ankommen, kommen wir nicht mal mehr großartig weit, um irgendwo hinzufahren. Hey. So, wir düsen hier weiter rum. Ist das wieder so eine komische Abfahrt? Ja, also bleiben wir auf der Spur. Ja, ich würde jetzt so gerne noch ein bisschen schneller fahren. Die 85. Ich traue es mich echt nicht. Und wir sparen wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit dadurch. Also Real Life bei einer Fahrzeit von knapp 3 Stunden. Diese 5 km/h mehr würden mehr als eine Viertelstunde ausmachen, wenn man sie wirklich konstant durchfahren kann. Und eine Viertelstunde sind für einen LKW-Fahrer verdammt viel Zeit. Das mal so dahingesagt. Das heißt immer, ein bisschen schneller fahren und so bringt nichts. Bei einem LKW ist selbst 10 Minuten schon viel Zeit. Weil 10 Minuten, die er früh auf dem Rastplatz ist oder dann irgendwo da ist, kann vielleicht noch diese 10 Minuten weiterfahren. Das sind 10 Kilometer manchmal wieder, die, wenn man irgendwo jetzt das eingespart hat, so grob gerechnet, bevor er wieder in eine Pause gehen muss, schafft er eventuell auf seinen Lieblingsparkplatz, anstatt auf irgendeine Kaschemme oder wie auch immer. Das ist halt für einen LKW-Fahrer verdammt wichtig, sowas. Ah, hier können wir weiter runterhölzen. Das ist nur eine billige Abfahrt hier. Einfach Vollgas runter. So, kommt kein Auto, perfekt. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass wir irgendeine Grenze überquert haben. Wir sind auch noch in Deutschland, oder? Müssten wir ja eigentlich. Sind wahrscheinlich jetzt irgendwie Höhe Dortmund oder so, oder sind wir da schon vorbei? Steht aber auch nicht wirklich viel auf dem Navi. Ja, nee, Dortmund sind wir vorbei. Wir kommen jetzt Richtung Köln. Alles klar. Und dann wird es da auch über die Grenze gehen. Okay, alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall noch was vor uns, wenn wir noch durch Belgien müssen, bis an die Grenze von Frankreich. Bei 2 Stunden. Fahrzeit, naja, ist noch ein bisschen. Und dann haben wir ja auch schon, ja, ein bisschen Tank durchgebracht. Für nichts, nur um zu unserer Ware zu kommen. Da müssen wir das nächste Mal wirklich aufpassen, dass wir irgendwas nehmen, wo wir gerade sind. So, wir müssen wahrscheinlich uns erstmal wieder Richtung Lüttich halten. Erstmal Richtung niederländische Grenze. Weil Köln-Mannheim direkt wollen wir ja nicht, ne? Obwohl, ja, muss ich rüber? Nee. Das ist eine Ausfahrt, wie wir sie kennen. 100 Meter, bumm, kommt der Abfahrstreifen. Fertig. Sehr schön. So.
Oh, leichte Ruckler hier im Spiel. Ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet, wenn wir ankommen. Wahrscheinlich ist der Auftrag dann weg und wir sind komplett umsonst hingefahren. Das wäre lustig. Dann würde ich direkt nochmal von vorne anfangen. Weil dann haben wir so viel Zeit verballert, so viel Sprit verballert, für gar nichts und immer noch kein Geld verdient. Und wahrscheinlich buchen die dann unseren Kredit ab und dann sind wir aber sowas von im Minus. Naja, in knapp 70 Kilometern kommen wir auch endlich an. Na, die Polizei hier wieder, ne? Hallo, 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 hallo. Ja, genau, euch meine ich. Habe ich Licht an? Ja. Auch keine Kontrollanzeige in der Karre, ne? Was ein ärmliches Auto. Oder Fahrzeug. Auto darf man ja nicht wirklich sagen. So, spurfrei, perfekt. Können wir rüber. Der bremst erstmal. Rechts geht's Amsterdam. Wir wollen weiter Richtung Lüttich. Obwohl wir nicht nach Lüttich wollen. Aber wahrscheinlich fahren wir da sogar noch durch. Achso, Restreichweite, alles klar. Oh, wir haben den LKW schon 370 Kilometer geprügelt. Der ist bald eingefahren. Auf jeden Fall praktisch. Wir sind schön erstmal direkt Langstrecke gefahren, keine Kurzstrecke. Das tut dem LKW richtig gut, um eingefahren zu werden. Ja, tanktechnisch sieht das echt scheiße aus. Das hätte besser laufen können. Was war das? Ah, hier, das ist die Grenze. Ah, wir sind jetzt in Belgien oder was? Luxemburg, Liege, Lage, Loge. Hier sollten wir auf jeden Fall mal voll bremsen. Wow. Das geht aber gut auf die Hinterachse, habe ich gerade gemerkt. Die bricht einfach mal aus. So, unbeschränkt. Dann darf ich hier, glaube ich, wieder 80. Ich weiß nicht, was die für Regeln hier haben. Ne, ich darf trotzdem nur 60. Alles klar. Ich halte mich dran. Ich bin im Ausland. Möchte nicht in den Knast. Halt. Stopp. Das war eine ordentliche Vollbremsung. Bin gespannt, ob wir uns auch Reifen um zu kaufen müssen. Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Na, hier werden die jetzt ja wohl nicht mehr blitzen, oder? Hoffe ich doch. Oder vielleicht gerade hier. Ich habe keinen Anhänger. Auftragsangebot anzusehen. Auswahl Auftrag. Verdienen Sie Geld mit einer Suchmaschine, die du Fracht auflädst und eine.
Bin ich jetzt in Lüttich? Ich bin nach Lüttich gefahren, um den Scheißauftrag anzunehmen. Und wo ist der, den wir angenommen haben? Das versteht mal einer. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, 10 Stunden, 2 Stunden. Das ist Ablaufzeit. Die Entfernung steht hier nirgendwo. Ja.